Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr zum ersten Mal dabei seid, mein Name ist Jenny und falls ihr wieder dabei seid, freue ich mich sehr, euch wiederzusehen. Heute stelle ich euch noch einen Duft aus dem Hause Mikalev vor und zwar wird es heute gehen um Ananda von Mikalev. Ein wunderschöner Duft, Leute. Ich weiß nicht, warum niemand über ihn redet. Ich höre kaum was über ihn. Dabei ist er einer der romantischsten, schönsten Düfte überhaupt, wie ich finde. Für mich ist es auch so ein Brautduft, also etwas für eine Hochzeit. Ich werde euch alles über ihn erzählen, was ihr wissen müsst. Also wenn es euch interessiert, bleibt gerne dran. Ansonsten, wenn ihr noch nicht Teil unserer hier bestehenden kleinen Parfümfamilie seid, vielleicht überlegt ihr es euch und abonniert meinen Kanal, um noch mehr derartige Videos sehen zu können. Mich würde es sehr freuen, euch hier zu begrüßen. Ansonsten legen wir los mit diesem ganz, ganz tollen Duft. Leute, ich habe diesen Duft entdeckt und zwar in Zürich in einer Parfümerie. Ich habe mich so ein bisschen durchgeschnüffelt bei den Mikalev-Düften. Die hatten leider damals zu dem Zeitpunkt nur die kleinen Flaschen da, sonst hätte ich definitiv eine große genommen. Es ist ein wunderschöner, romantisch, zart, blumig, fruchtiger Duft. Es sind sehr viele Fruchtnoten hier drin, aber bevor ich euch anfange, die Duftnoten sozusagen zu sagen, was so drin ist, möchte ich euch nur sagen, er riecht für mich blumig, cremig. Das Obst nehme ich kaum wahr. Das heißt, die fruchtigen Noten sind für mich überhaupt nicht im Vordergrund. Er ist für mich ein romantischer, blumcremiger Duft. Das ist, was er ist. Für mich. Ich sage euch, was drin ist. Wir haben Birne und Pflaume, schwarze Johannisbeere. Die schwarze Johannisbeere ist noch das, was ich erahnen kann in diesem Duft. Zitrone ist drin, die ich überhaupt nicht wahrnehme. Er ist überhaupt nicht zitrisch. Jasmin ist drin und den rieche ich auch. Und sehr, sehr viel Mimose. Wenn ihr Mimose mögt, ist das absolut euer Ding. Rose ist drin, Veilchen, Ylang Ylang, sehr viel Vanille und gute Portionen Moschus. Dieser Duft wirklich ist für mich zart, romantisch. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich den rieche, sehe ich eine Braut vor mir. In einem wunderschönen Brautkleid an ihrer Hochzeit. Das ist so der Duft. Ich hatte den an meiner Hochzeit noch nicht, sonst hätte ich ihn definitiv benutzt. Das, finde ich, ist so ein Brautparfum. Leute, der ist so fein. Wirklich romantisch ohne Ende. Das ist ein Duft, den kann ein Teenager tragen bis hin zu einer Frau im hohen Alter. Der ist für alle passend. Hat überhaupt keine Altersgrenze. Ich finde, der hat absolut keine Saison. Natürlich im Frühling, Sommer spielt er sehr, sehr schön, aber auch im Winter nutze ich ihn hin und wieder sehr, sehr gerne, weil er einfach immer passt. Das ist auch so ein All-Year-Rounder, All-Occasion-like, Signature-Scent-like und er hat ein großes Plus. Ich kann sagen, er spielt unter den Top 10 meiner Parfums mit den größten Sillages mit. Dieser Duft, ganz egal wann ich den benutze, den nimmt jeder irgendwie wahr. Ich werde immer darauf angesprochen. Der ist wirklich einer, den mag jeder. Die Männer lieben den, weil er, glaube ich, der ist so weiblich, so romantisch, auch jugendlich. Der ist in keinster Weise irgendwie altbacken oder erwachsen. Er ist wirklich so ein blumig, cremig, frisch im Sinne von frisch geduscht, also frisch gewaschen. Eine leichte Seifigkeit finde ich sehr, sehr weiblich und wie gesagt, Romantik pur. Also er ist für mich Romantik in einer Flasche in der weiblichsten Form, die ihr euch vorstellen könnt. Die Haltbarkeit bei ihm geht bei mir so um die 8 Stunden. Dann muss ich ihn nachsprühen, weil ich will nochmal dieses schöne Erlebnis haben, was er hat im Opening. Der ist ganz, ganz toll, Leute. Also wenn ihr so romantische, blumig Cremedüfte, wenn das so euer Ding ist, wenn ihr Mimose mögt, müsst ihr den probieren. Es ist ein Blumenbouquet in der schönsten, edelsten, cremigsten Form, die ich je gerochen habe. Einer meiner wirklich Top-Favoriten auch aus dem Haus. Ich hatte schon mal erwähnt, ich habe noch keinen Duft von Mikalev gerochen, der mir jetzt überhaupt nicht gefallen hat. Aber der gehört wirklich auch zu meinen großen Favoriten.
Ich bin natürlich jemand, ich mag diese sehr arroganten, extravaganten Düfte. Das hier ist eine ganz andere Liga. Das ist wirklich, wenn ich meine romantischen weiblichen Tage habe und einfach sein möchte, jugendlich, weiblich, ja, elegant, aber auf eine sehr romantische und zarte Weise. Ja, also wirklich zart, romantisch. Ich sehe ein weißes Kleidchen, ich sehe ein Brautkleid, ich sehe eine Hochzeit. Das ist das Vibe, was er mir sozusagen, der Vibe, den ich kriege von diesem Duft. Aber ich sage euch, das ist ein ganz, ganz toller Duft. Wenn ihr ihn noch nicht kennt und ihr die Möglichkeit habt, ihn zu probieren, empfehle ich euch den wirklich sehr. Also aus meiner Kollektion ist er nicht wegzudenken. Es ist ein ganz, ganz besonderes Stück und ich bin sehr froh, dass ich ihn haben darf. Ich wollte ihn euch zeigen und einfach kurz über ihn reden. Und wenn ihr vielleicht einen Duft sucht für eine Hochzeit und wisst nicht so genau, den würde ich mir mal genauer angucken, weil ich finde, der gehört definitiv zu einer Braut und ihr werdet strahlen, weil die Sillage ist raumfüllend, wirklich. Also für einen Blumencremeduft, der spielt wahnsinnig weit und sehr, sehr lange. Die Sillage habe ich lange. Ich nehme mich selber viel wahr und die anderen nehmen ihn sehr, sehr positiv wahr. Also wirklich, das ist so ein Jedermanns Liebling. Wenn ihr weibliche, blumige, cremige Düfte liebt, ich empfehle euch den von ganzem Herzen. Und ja, das war meine kurze Review über Ananda von Mikalev. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir gern bitte alles in die Kommentare. Ansonsten, ich hoffe, ich sehe euch bald wieder in einer meiner nächsten Videos. Bis dahin, tschüss!